Dr. Emerald war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war, aber ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Persönliche Notizen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir wussten, dass es zu dem Riss kommen würde. Er stellte sich... Was war das? Wir wussten, dass es zu dem Riss kommen würde. Er stellte sich sehr schnell heraus, dass alles sehr viel schneller gehen würde, als Paul bloß seine Erfahrungen vermuten ließen. Allein das war besorgniserregend, aber es gibt noch ein weiteres Problem. Der Riss scheint sich negativ auf Pauls Zustand auszuwirken. Es geht ihm immer schneller, schlechter. Beide Probleme stehe ich völlig gegenüber. Ich hatte noch keine Gelegenheit, Paul genau zu untersuchen. Selbstverständlich würde er sich im Moment keinen langwierigen Test unterziehen. Es wird sich nicht die Zeit dafür nehmen, die Situation ist einfach zu kritisch. Er muss sich auf die Gala vorbereiten, um all die Dummheiten wieder gerade zu kriegen, die Martin in seinem Namen von sich gibt. Er wird nicht im geringsten Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse nehmen und ich fürchte, das wird uns teuer zu stehen kommen. Es sind nur Spekulationen, aber ich glaube, die Zeitanomalien sind daran schuld, dass es ihm so schnell schlechter geht. Im Nullzustand wird seine Wellenfunktion durch die überholte Chrononenergie in seinem Körper zum Erliegen gebracht. Vor dem Vorfall an der Universität, vor dem Riss, war seine Krankheit fortschreitend, aber kontrollierbar. Ohne die Anomalien konnte sie in Schach gehalten werden. Nun verschlechtert sich sein Zustand zusehends und ich mache mir Sorgen, dass seine Prognose bald einen kritischen Punkt erreicht. Wir haben immer gewusst, dass es dazu kommen kann, aber all unsere Prognosen gingen von Jahren aus. Genug Zeit, um eine Heilmethode zu finden oder zumindest eine Möglichkeit, dem Fortschreiten der Krankheit Einhalt zu gebieten. Das bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Paul in naher Zukunft von einer Krankheit dahin gerafft wird. Und wenn er sich tatsächlich in einen Shifter verwandelt, weiß ich einfach nicht, was ich tun soll. Wir konnten Dr. Kim nicht helfen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir Paul helfen könnten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Medikamente funktionieren noch, aber sie fordern ihren Tribut. Und ihre Wirkung hat stark nachgelassen. Ich mache mir Sorgen, dass wir einen Punkt erreichen, an dem er sie so häufig einnehmen muss, dass die Nebenwirkungen schlimmer werden als die Krankheit selbst. Aber ich sehe ja einfach keine andere Möglichkeit. Er wird sich keine Pause gönnen. Er besteht darauf, sich um alles selbst zu kümmern. Ich weiß, dass ihn die Abhängigkeit von seinen Medikamenten demoralisiert. Er sieht es als eine Schwäche an. Ich befürchte, dass ich ihn verlieren werde. Was haben wir hier? Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. So, hier haben wir nichts weiter. Letzte Chance zu gehen! Joyce! Wer zum Teufel? Nur einer? Es ist doch wohl klar, dass du dich nicht vom CFR fernhältst. Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Gott, wie du willst. Selbstverständlich hat er eins von diesen verdammten Dingern. Ausschalten. Das Mann bleibt liegen. Fick dich! Für mich steht dabei zu viel auf dem Spiel. Du gehst nirgendwo hin. Na. Ist das Ding auch noch aus? Okay. Ja, ist ja seltsam.
Ist es der aus? Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sie würden tun, was richtig war. Was notwendig war. Liam Burke hatte seine Wahl getroffen. Liam Burke war ein unnötiger Verlust. Wie so viele, viele andere. Sie hatten ein Kronon-Teilchen-Vorrat angelegt, um das Rettungsboot mit Energie zu versorgen. Hoffentlich groß genug, an alle. Um so lange ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns nun an einem Punkt befinden, an dem das Rettungsboot aktiviert werden könnte. Dementsprechend habe ich alle Vorbereitungen für die Aktivierung eingeleitet. Im Rahmen dieser Vorbereitungen werden alle Kronon-Partikel gespeichert, die sich zum Zweck der Partikelgewinnung und am Grundsicherung befinden, das Hauptquartier verpflegt und mit dem Hauptdepot für Kronon-Partikel zusammengelegt, sodass sie in den CFR eingespeist werden können. Bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass die Kronon-Partikel, die wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gewonnen haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Partikel sein werden, die wir werden nutzen können. Aufgrund der Auswirkungen des Risses auf das Meyer-Joyce-Feld zeigt die Anomalie am Ground Zero eindeutige Zeichen der Abschwächung. Daraus resultiert, dass die Gewinnung der Kronon-Partikel drastisch sinkt und schon bald das Grundniveau erreichen wird. Selbstverständlich werden wir weiterhin traditionellere Verfahren zur Kronon-Gewinnung anwenden, um unseren Vorrat zu maximieren. Jedoch müssen wir uns alle darüber im Klaren sein, dass die Gewinnung außerhalb von Ground Zero äußerst ineffizient ist. Oder in einfachen Worten, wenn wir keine andere Quelle für die Kronon-Partikel finden, und ich glaube nicht, dass wir das werden, dann haben wir unseren maximalen Vorrat erreicht. Bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass all unsere Kronon-Technologien unsere knappen Ressourcen aufbrauchen. Einerseits verstehen wir natürlich, dass unsere Striker und anderen Soldaten weiterhin in Anomalien einsatzfähig bleiben müssen. Andererseits müssen wir doch auch berücksichtigen, dass jeder Einsatz unseren Vorrat aufzehrt und somit im Endeffekt die Laufzeit des Rettungsboots um Tage verkürzt. Folglich müssen wir die Nutzung dieser Technologien exakt planen und auf das Wesentliche beschränken. Gleichwohl müssen wir erkennen, dass die anhaltende Situation mit Jack Joyce ein Notfall darstellt und sehr wahrscheinlich den Einsatz ungewöhnlich hoher Kronon-Partikelmengen erforderlich machen wird. Trotzdem sollten wir den Kosten-Nutzen-Faktor immer im Auge behalten. Ich erwarte, dass ich unserem nächsten Montagsmeeting die prognostizierte Kronon-Partikel-Verbrauchsmenge für die absehbare Zukunft sowie Simulation bezüglich der zeitlichen Reichweite unserer Vorräte und Berücksichtigung aller besprochenen Szenarien, siehe unsere letzten Meeting-Protokolle, erhalten werde. Machen wir hier drüben noch was? Was sagst du mir? Das Rettungsboot drehte sich um die Gegenmaßnahme. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Er hatte offensichtlich recht. Von Lauren X. Stevenson. Sofort lesen. CFR-Verfahren. Leute, weil anscheinend Unklarheiten darüber existieren, wann es angemessen ist, die CFR-Kammer zu betreten und am Kronon-Feldregulator herumzuspielen, weil ich gerade Kevin Janeway feuern musste, weil er genau das getan hat, möchte ich an das genehmigte CFR-Verfahren erinnern. Niemand fasst den CFR an. Punkt. Ich darf den CFR anfassen, weil ich der leitende Techniker bin, der für ihn verantwortlich ist. Dr. Sophia Emeril darf den CFR anfassen, weil sie Leiterin der Forschungsabteilung ist und weiß, was sie tut. Mr. Paul Serene darf den CFR anfassen, weil er Paul der Boss Serene ist und ihm der CFR gehört. Niemand sonst fasst den CFR an. Aber Lauren ist doch nicht der leitende Techniker, sondern die leitende Technikerin. Naja, egal. Gelegentlich erhalten einige vom Glück extrem begünstigte Individuen, die von mir persönlich ausgebildet wurden und sich als sehr, sehr zuverlässig und unglaublich gut in ihrem Job erwiesen haben, die noch nicht dabei erwischt wurden, wie sie sich wie Klebstoff schnüffelnde Schwachsinnige in die CFR-Kammer geschlichen haben, weil sie sich den CFR nur einmal aus der Nähe anschauen wollten. Und sie nicht vergessen haben, den verantwortlichen leitenden Techniker mit Tickets für ein Konzert von Tom Waits zu bestechen, schriftliche Anweisungen zu verfahren, die am CFR durchführen zu führen sind. Dies wäre eine große Ehre sowie ein Zeichen für ein bedeutendes Maß an Vertrauen, und in diesen Personen sollte ein ebenso hohes Maß an fachlichem Respekt, Arschricherei und oder negativistischem Neid von ihren Kollegen entgegengebracht werden. Oder, mit anderen Worten, ihr rührt den CFR nicht an, es sei denn, ihr möchtet zusammen mit Kevin am Weiterbildungsseminar, wie ich damit aufhöre, ein arroganter Vollpfosten zu sein, der die einzige Hoffnung der gesamten Menschheit auf eine Zukunft aufs Spiel gesetzt hat, weil sein dummer Arsch dachte, dass der CFR unbedingt von einem Typen begrapscht werden wollte, der alles besser weiß, des Arbeitsamtes teilnehmen.
wohin er, wie wir sicherlich alle glauben, von diesem Dorf der Männern eskortiert wurde. Es gibt keine Ausnahmen. Das gesamte Rettungsboot hängt davon ab, dass der CFR ordnungsgemäß abgeschlossen ist und funktioniert. Das wollen wir doch nicht aufs Spiel setzen, oder? Dieses Projekt ist wichtiger als wir alle und es ist ganz bestimmt unsere Aufgabe, es zu versauen. Lauren McStevenson. So. Da wollen wir hin. Die zweimal angeguckt und da sind noch zwei weitere. Yay. So. Push the button. Fiona, ich bin bei der CFR-Kammer. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigen meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber da mein Freund vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen können. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Es war so, als würde man einen Schrein betreten. Dies war ihre heilige Reliquie. Persönliche Notizen zum CFR. Dr. Henrikin, dieses Ding fühlt sich an wie ein Rätsel, eingewickelt in ein Rätsel. Das ist ein unglaubliches Stück Technologie. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht einmal ansatzweise wissen, wozu es in der Lage ist. Dabei haben wir schon so viel herausgefunden. Ich dachte, ich hätte bereits ein gutes Verständnis von der Komplexität von Chrononpartikeln und ihrer praktischen Anwendung. Der Chrononfeldregulator, wie ich ihn nenne, ist ein kleines Wunder. Wie ein solch kleines Stück Technologie zu so viel in der Lage ist, ist mir unbegreiflich. Ich weiß, dass er das Meyer-Joyce-Feld irgendwie anzapft, aber ich weiß nicht, wie er das tut. Meine Experimente ergeben nur, dass er dazu in der Lage ist. Er kann das Feld außerdem manipulieren. Ich wünschte, ich wüsste, wie er das tut. Trotzdem kann ich anhand des Grundprinzips seiner Funktionsweise neue Ideen entwickeln, neue Gedankengänge, auf die ich schon so lange entkommen wollte. Die Aufgabe, die mir von Mr. Serene gestellt wurde, hat mich offen gesagt jahrelang vor ein unlösbares Rätsel gestellt. Mir war zwar schon lange bewusst, dass das, was wir als den Lauf der Zeit betrachteten, nur das Ergebnis davon ist, dass Chrononpartikel ununterbrochen im Meyer-Joyce-Feld generiert werden, um diese Partikel auf sinnvolle Weise zu manipulieren. Nun ja, das ist eine ganz andere Nummer. Die Mechaniken der Situation sind klar, nahezu frustrierend klar. In einer Nullzustand-Umgebung existieren keine Chrononpartikel, weshalb die Zeit stillsteht. Die Idee, einen Raum künstlich mit Chrononpartikeln zu fluten, um das Verstreichen der Zeit zu ermöglichen, ist die offensichtliche Lösung. Aber wie man das schafft, das steht auf einem anderen Blatt. Es ist nicht nur unwahrscheinlich schwierig, Chrononpartikel zu gewinnen, wodurch es immer unmöglich schien, ausreichend Partikel zu erlangen, um einen Raum für länger als den Bruchteil einer Sekunde vor Anomalien zu schützen. Sondern, was vielleicht noch viel wichtiger ist, der Mechanismus, die Partikel auf eine Weise zu manipulieren, die es mir erlauben würde, ein gewisses Raumvolumen als anomaliegeschützt deklarieren zu können, entzieht sich völlig meiner Forschungskraft. Nun, erstes Problem hat Ground Zero für uns gelöst. Wir stehen kurz vor der Inbetriebnahme und schon sehr bald werden wir über die Fähigkeiten verfügen, Chrononpartikel und nutzbringenden Mengen zu gewinnen. Wir werden in der Lage sein, in den nächsten Jahren einen wahrlich beeindruckenden Vorrat anzulegen, was das Problem der Manipulation der Chrononpartikel betrifft. Das scheint mir etwas zu sein, was der CFR mit Leichtigkeit schaffen könnte. Seine Fähigkeit, das Meyer-Joyce-Feld anzuzapfen und seine Topologie zu verändern, ist genau das, was ich brauche. Also Oberfläche, Topologie, Oberfläche. Ja. Leider weiß ich nicht, wie er das anstellt. Ich habe keinen blassen Schimmer und ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Effekt erfolgreich kontrollieren könnte. Aber meine Forschung der konkreten Auswirkungen und seiner Funktionsweise hat mich auf die Idee einer anderen Chrononentechnologie gebracht, die nach ähnlichem Prinzip arbeitet, mit der Ausnahme, dass die Technologie nicht das Meyer-Joyce-Feld anzapft, sondern selbst ein ähnliches, örtlich festgelegtes Feld erzeugt, ein künstliches Chrononpartikelfeld. Und in diesem Feld können wir Chrononpartikel nach Belieben manipulieren. Das bedeutet, dass wir in der Lage sein sollten, Anomalie-Schutztechnologie zu entwickeln, mit der wir einen bestimmten Raum vor den Auswirkungen des Nullzustands abschirmen könnten, und ich bin davon überzeugt, dass sich diese Technologie so verändern könnte, dass wir mobile Geräte mit derselben Wirkung bauen könnten, quasi eine Art Schutzanzug mit einem Geschirr, das der Anwender tragen muss, um ein Chrononfeld in der Körper zu erzeugen. Es blieben noch zahlreiche Herausforderungen bestehen, zum Beispiel, dass jegliches signifikantes Volumen an anomaliegeschütztem Raum eine inakzeptabel hohe Menge an Chrononpartikeln verbrauchen würde, bei denen es sich um eine ausgesprochen begrenzte Ressource handelt. Da das Rettungsbootprotokoll einen großen anomaliegeschützten Bereich benötigt, den wir über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte aufrechterhalten können, ist dieses ganz offensichtlich ein kritisches Problem, das wir lösen müssen, was mir Mr. Serene auch unmissverständlich klar gemacht hat. Ehrlich gesagt, selbst mit Mr. Hedges Unterstützung stimmt mich der Gedanke, Mr. Serene diese Angelegenheit zu unterstützen.
enttäuschend, sehr nachdenklich. Ich verstehe seine Bedenken, sie sind selbstverständlich mehr als begründet. Aber die Intensität dieses Mannes ist zermürbend. Auf jeden Fall bin ich guter Dinge, dass ich dieses Problem bald lösen werde. Ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, den CFR selbst zu nutzen, um den Kronon-Partikelfluss zu regulieren. Angesichts seiner Beschaffenheit vermute ich, dass er im Rettungsboot-Projekt für eine solche Rolle vorzüglich geeignet wäre und unseren Kronon-Verbrauch deutlich senken könnte. Meine Kontrolle über den CFR ist begrenzt, aber diese Aufgabe scheint ein leichtes für ihn zu sein. Also bin ich optimistisch, dass ich es schaffen werde. Ich suche noch nach einem geeigneten Weg, eins nach dem anderen. Wir haben bereits große Fortschritte gemacht und man kann sagen, dass Mr. Selvi mit diesen Erfolgen zufrieden gewesen ist. Also denke ich, dass er uns die Zeit geben wird, die wir benötigen. Nun ja, es ist ja auch nicht so, als hätte er diese Angelegenheit keine andere Wahl. Ich möchte ehrlich sein, der CFR entwickelt sich langsam zu einer Obsession für mich. Ich wünschte, ich könnte mich mit Mr. Serene einfach einmal hinsetzen und ihm einige Fragen stellen. Wie haben sie ihn gebaut? Was ist sein Zweck? Aber das ist mir bis jetzt verwehrt geblieben. Ein Teil von mir will den CFR öffnen, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber die potenziellen Folgen machen mir Angst. Wir haben bereits gesehen, wozu er in der Lage ist, wenn er auf die Welt losgelassen wird. Aber was noch viel schlimmer ist, es besteht die Gefahr, dass ich ihn nicht wieder zusammenbauen könnte. Und nur bei dem Gedanken, einen derartigen Fehler zu begehen, verflüssigen sich meine Eingeweide. Wenn ich das Mr. Schwinn erklären müsste, nein, danke. Ich habe es bis jetzt lediglich gewagt, das Gehäuse einen Weg zu öffnen, um eine grobe Vorstellung von der Technik im Innern zu bekommen. Es ist erstaunliche Arbeit und wenn sie mich etwas gelehrt hat, dann ist es eine Lektion in Demut. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich lerne sehr schnell. Und hierbei handelt es sich ganz einfach um die wichtigste Arbeit, mit der sich jemals jemand in der Geschichte der Menschheit befasst hat. Wenn unsere Mission erfolgreich verläuft, wird die Welt den Namen Dr. Henry Kim so schnell nicht vergessen. Okay. Datensammelfrei. Charlie Whitcott. Was haben wir hier? Es gab eine Art Kampf in der Kammer. Ich wusste keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Aha. Nun, es scheint, dass das diese Art von Arbeitsumgebung ist. Aber Martin Hedge ist weg. Nur so nebenbei. Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Interessant.